Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2. Wir spielen die Director's Cut Edition, das heißt, da sind einige DLCs dabei, wie ihr hier sehen könnt, Zusatzmissionen, beziehungsweise vielleicht auch kleinere Kampagnen, ich weiß es nicht genau. Und ja, die Skins und ich glaube Autos sind auch mit dabei, ich bin mir da aber nicht allzu sicher. Ja, und ich hatte bereits begonnen das Let's Play und es wurde auf YouTube leider gesperrt durch die Musik. Hier sind viele, viele geschützte Titel enthalten, zum Beispiel Let It Snow, und das hat verhindert, dass das Video in Deutschland und einigen anderen Ländern gesehen werden kann. Rausschneiden war aber auch keine Option, da haben die Dialoge dazu auch gefehlt. Ja, deshalb habe ich es jetzt viel, viel leiser gemacht und werde wahrscheinlich auch ab und an in die Soundtracks reinlabern müssen, so leid mir das auch tut, aber ganz darauf verzichten wollte ich andererseits auch wieder nicht. Von daher spielen wir jetzt die Story. Neues Spiel auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und los geht es. Bis gleich. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Na, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18 und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Okay.
Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. So. Okay, Skeletta. Schalt ihn aus. Traditori. Und da sind wir auch schon im Game. Wir müssen die Balkone säubern, Skeletta. Sofort. Hinter den Sandsäcken. Na komm schon. Oh, ach, der ist schon erledigt. Auf mein Zeichen. Scheiße! Hier Scheiße! Gesù! Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann! Hier ist kein Durchkampf! Maschinengewehr hätten wir gefunden! Schmeiße Potti! Hey, Skeletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann krieg deinen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Nimm so viel Munition wie möglich. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Scheiße! Seht euch das an! Auf der Treppe! Da, ihr spackelt die Fresser! Nichts für ungut, Skeletta. Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Die Gefangenen haben sie wohl oben. Das läuft ja wie ein Schnürchen. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Ich bin hinter dir, Mann. Mori, Petuso. Non ci potete fare. So. Arrenditi, o gli faccio. Man merkt, ich habe das schon mal gespielt. Oh, hat sich ja gelohnt, die zu retten. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Na dann. Keine gute Idee, aber komm. Los, schnell wieder rein! Oh, Scheiße! Meine Gesundheit. Das ist noch mehr an der Kirche. Schaut den Laster auf. Da, noch mehr an der Kirche. Na, der ist aber hartnäckig. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Sparate, pecciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerta da fare! Epi davvero Don Calò? Cacetto, un congego hanno samaretà come cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo?
Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß? Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Huh? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Huh? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schätzt dich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel eingefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden.
danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. So, er läuft also ein Stück. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. So, und hier im Hintergrund läuft jetzt sehr, sehr leise Let It Snow. Schade, dass ich das so weit runterdrosseln musste. Es wirkt halt alles gleich ganz anders ohne Musik, weil es ist ja im Prinzip fast wie ohne Musik. Hey, wie geht's? Wie läuft's denn so, Soldat? Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, das ist der kälteste Winter aller Zeiten. Ich hätte gern bessere Neuigkeiten. Ja, geht mir ähnlich. Also, man sieht sich. Bis die Tage, mein Freund. Bis die Tage. Warum versteckt die sich denn hey, so unter der Mülltonne? Was soll das? Hey, Leutnant lästig. Was kann ich? Was Leutnant lästig oder so. Hey Vito, sieh einer an. Siehst gut aus für einen, der gerade angeschossen wurde. Hi Lisa, alles klar bei dir? Francesca hat schon gesagt, dass du kommst. Endlich mal eine gute Nachricht, ja, ne? Ja, allerdings. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hat sich viel geändert, als du weg warst. Sieht doch alles noch aus wie immer. Du übrigens auch. Sag, was machst du später noch? Ach, naja, das Übliche. Kochen für Toni und Kinder. Oh, du bist verheiratet? Hast nichts anbrennen lassen, was? Komm, Vito, ich bin 22. Da ist man verheiratet und hat 2 Kinder. Ja, war schön, dich zu sehen. Und grüß deine Mutter von mir, okay? Huch, Entschuldigung, Mrs. Oh, schon wieder. Ja, da hat er mal einen fetten Korb kassiert. Wie kann ich denn eigentlich... Ah, das ist doch schon besser. Vito? Hallo, Mrs. Vito? Du bist es. Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet ist. Naja, grüß deine Mama schön von mir, Vito. Das macht er bestimmt. Ja, hier gerade in dieser Bar, da wirkte das Gespräch irgendwie so, als ob es viel zu schnell ablaufen würde. Willkommen, Marie. Lass ihn doch mitkommen. Ja, dauert auch nicht lang. Nichts da, ihr zwei. Er will schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Von wegen. George bleibt hier. Und jetzt hau ab! Die Braut hat Georgie aber ganz schön unter der Fuchtel, was? Hey, bleibt mehr Bier für uns. Los, komm. Falls man es jetzt gerade nicht gut verstanden hat, das war, glaube ich, sehr leise. Die beiden Jungs wollten gerade ihren Kumpel auf ein Bier mit rausnehmen. Doch die Frau hatte da ein kleines Problem. Oh. Hier kann man leider nicht rein. Hier lässt sich's gerade einer gut gehen. Nette Details auf jeden Fall. Sowieso ein sehr atmosphärisches Spiel bislang. Zieh Leine. Die klingt... Das hat er nicht gerade die gesagt, oder? Ich glaube schon. Die alte Frau hatte gerade die Stimme einer jungen Dame. Verzieh dich endlich. Tatsächlich. Cool.
Selbst die Personen haben auf die Flugzeuge reagiert und haben in den Himmel gestarrt. Schöne Sache. Vito, bist du das? Hey, Mr. Manara. Machen Sie etwa dicht? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, danke, mein Junge. Der Krieg hinterlässt seine Spuren. Ich denke, ich werde dann zur nächsten Folge die Musik wieder etwas lauter drehen, weil hier hört man wirklich gar nichts. Und ich denke mal, wenn es nur ein bisschen... Oha. Wenn es nur so ein bisschen im Hintergrund läuft, dann wird es vielleicht auch nicht so schnell erkannt wie letztens. Bist du einsam, kleiner Soldat? Ja, und weiter? Mensch. Da oben haben sie auf jeden Fall welche lieb. So, und ich denke, jetzt wurden wir in die ganze Thematik etwas eingeführt. Und bevor wir diese Tür durchtreten, machen wir ein Päuschen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Das ist ja noch nicht allzu viel passiert. Wie gesagt, und unter die Musik wirkt das Ganze auch irgendwie nicht ganz so cool. Aber leider geht es irgendwie nicht anders. Dann bis zum nächsten Mal. Also, und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.